Mercedes präsentiert die neue Generation der C-Klasse. Das schwäbische Erfolgsmodell war im vergangenen Jahrzehnt mit über 2,5 Millionen Fahrzeugen das volumenstärkste Auto der Marke mit dem Stern. Rechnet man den Vorgänger 190 mit ein, verkauften sich seit 1982 alleine von der Limousine und vom T-Modell sogar mehr als 10,5 Millionen Exemplare. Mittlerweile ist noch vor den USA, Deutschland und Großbritannien China der größte Absatzmarkt. Jetzt ist das neue Modell da und die Reise geht weiter. Die sieben interessantesten Fakten zur Mercedes C-Klasse Modelljahr 2021 gibt es jetzt für euch hier bei Die 7. Fakt Nummer 1. Mehr Platz. Wie schafft man in der Regel am einfachsten Platz? Genau, man vergrößert das Auto. Und genau das widerfährt der C-Klasse. In der Länge legt die Limousine um 65 mm auf insgesamt 4,75 m zu. Damit hält die Baureihe noch knapp 20 cm Respektabstand zur großen Schwester der E-Klasse. In der Breite wächst die neue um moderate 10 mm, in der Höhe baut die Limousine ab jetzt 9 mm flacher. Das Kofferraumvolumen bleibt stabil und beträgt 455 Liter. Anders sieht das beim T-Modell aus. Hier gibt's ein Plus von immerhin 30 Litern zu verzeichnen. So passen jetzt 490 Liter ins Heckabteil und bei flachgestellten Rücksitzen 1480. Und auch der Kombi darf in der Länge wachsen, um 49 mm. Mit dem Ergebnis, dass nun Limousine und T-Modell exakt gleich lang sind. Ebenso ist beiden Modellen gemein, dass sie jetzt über 25 mm mehr Radstand verfügen, wovon besonders die Frontpassagiere profitieren. In der Höhe baut die C-Klasse mit Praktikerheck naturgemäß weniger flach. Sie verliert zwar im Vergleich zum Vorgänger 7 mm, rangiert aber mit 1,46 m rund 2,5 cm oberhalb der Limousine. Nach der Limousine und dem T-Modell schiebt Mercedes 2022 sowohl den C-Klasse Allterrain als auch das C-Klasse Coupé nach. Demselben Technikbaukasten entspringt dann auch der neue GLC nebst seiner Coupé-Version. 2023 gibt dann das C-Klasse Cabrio sein Debüt. Fakt Nummer 2. Digitaler und vitalisierender. Der Eye-Catcher schlechthin ist in der neuen C-Klasse das große, mittige Zentraldisplay. Serienmäßig ist eine Bildschirmdiagonale von 9,5 Zoll. Die hier verbaute Top-Version kommt auf 11,9. Das Hochformat soll dank mehr Voraussicht speziell beim Navigieren Vorteile bieten. Auch hinterm Lenkrad geht's digital zu. Hier hat man die Wahl zwischen 10,25 oder 13,2 Zoll. Neben der Funktion gibt's auch Neues beim Design. Am augenscheinlichsten stechen die neuen abgeflachten Lüftungsdüsen ins Auge, die an Triebwerksgondeln eines Flugzeugs erinnern sollen. Gestresste Fahrzeuginsassen freuen sich über die Massagefunktion in der Beinauflage und im gesamten Rückenbereich. Muss der Beifahrer mit einer Luftblasenmassage Vorlieb nehmen, gibt's für den Fahrzeugführer zusätzlich eine Vibrationsfunktion. Für die staunenden Zaungäste auf der Rückbank hält Mercedes als Trostpflaster eine Sitzheizung bereit. Wenn sich dann doch mal die Müdigkeit bemerkbar macht und eine kurze Rast vonnöten ist, bietet sich das Kurzschlafprogramm PowerNap an. Mittels Musik und Ambientelicht hilft es durch die Phasen Einschlafen, Schlafen und Aufwachen. Fakt Nummer 3. Neues MBUX. Und wenn wir schon beim Thema Mensch und Technik sind, lohnt sich ein Blick auf das Update des MBUX, also der Mercedes-Benz User Experience. Oder ganz einfach ausgedrückt, es geht um die Bedienung. Im Hintergrund arbeitet jetzt leistungsfähigere Hard- und Software, deren Leistung auf höher auflösenden Bildschirmen angezeigt wird. Dort gibt es neben dem aktuellen Verkehrsgeschehen beispielsweise die Augmented Reality-Navigation zu bewundern. Eine Kamera führt dabei klassische Fahranweisungen, das in Echtzeit gefilmte Straßenbild und virtuelle Einblendungen zusammen. Wer lieber den Blick auf der Straße hält, nutzt das optionale Head-Up-Display. Besonders aber legt der lernfähige Sprachassistent zu, der jetzt auf Aufforderung das Handy per Bluetooth koppelt, beim Finden des Verbandskastens hilft und unterschiedliche Insassen an ihren Stimmen erkennt. Über die Smart-Home-Funktion greift man unter anderem auf Heizung, Beleuchtung, Rollläden und Elektrogeräte zu. Die passenden Befehle können ebenso gesprochen erfolgen. Neben der Sprachbedienung stehen weiterhin Befehle via Touchscreen, Touchpad und Lenkradtasten zur Verfügung.
Updates für das mächtige MBUX-System erfolgen over the air mittels der eingebauten SIM-Karte inklusive WLAN-Hotspot. Fakt Nummer 4: Mehr Assistenz. Über eine bequeme Bedienung hinaus gehen die neuen Fahrassistenzsysteme der C-Klasse. Dazugelernt hat der adaptive Abstandstempomat Distronic. Er reagiert jetzt bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h auf stehende Fahrzeuge. Zuvor funktionierte das nur bis 60 km/h. Bis sogar 210 km/h arbeitet bei Wunsch der aktive Lenkassistent mit. Auf der Autobahn fährt die C-Klasse jetzt automatisch noch mittiger und das Bilden einer Rettungsgasse gelingt einfacher dank einer erweiterten Spurerkennung mit Hilfe der 360-Grad-Kamera. Die Augen des Mercedes erkennen ab sofort nicht nur die üblichen Geschwindigkeitsbeschränkungen, sondern auch Schilderbrücken und Baustellenschilder. Ebenso entgehen dem Verkehrszeichenassistenten Zusätze wie bei Nässe nicht weiter. Außerdem warnt die C-Klasse vor Stoppschildern und roten Ampeln. Ist die sichere Fahrt beendet, kümmert sich die Umfeldsensorik um das automatisierte Parken. Dabei unterstützen Fahrspursensoren und ein Notbremsassistent. Das T-Modell vollführt dank des Anhänger-Rangierassistenten sogar Anhängerfahrten bis zu 90 Grad. Fakt Nummer 5: Praktischer und dynamischer. Direkt auf den Parkassistenten abgestimmt ist die optionale Hinterachslenkung. Dank ihr schlagen die Hinterräder um 2,5 Grad ein. Ergebnis: eine Reduktion des Wendekreises um 43 cm auf 10,64 m. Und es gibt beim Rangieren etwas weniger Gekurbel dank nur noch 2,1 Lenkradumdrehungen bis zum Volleinschlag. Während der Fahrt sorgt die Hinterachslenkung für ein flotteres Einlenken und mehr Handlichkeit. Ab 60 km/h schlagen die Hinterräder in die gleiche Richtung wie die Vorderräder ein. Das sorgt für mehr Fahrstabilität bei höherem Tempo. Mehr Agilität soll es dank des neuen Fahrwerks mit einer Vierlenkerachse vorne und einer Raumlenkerachse hinten geben. Eine kontinuierliche Verstelldämpfung und ergänzend ein Sportfahrwerk finden sich in der Aufpreisliste. Der Plug-in-Hybrid beheimatet an der Hinterachse serienmäßig eine Luftfederung. Fakt Nummer 6: Tschüss Halogen. Angestaubte Halogenscheinwerfer gehören in der C-Klasse der Vergangenheit an. LED High-Performance-Scheinwerfer gehören mit der neuen Modellreihe zur Serienausstattung. Aber Mercedes wäre nicht Mercedes, wenn es nicht doch die Möglichkeit gäbe, noch weiter aufzurüsten. Wer möchte, kann gegen Aufpreis zum Digital Light greifen, das bislang ausschließlich Fahrern der neuen S-Klasse vorbehalten war. Das Licht der drei LEDs in jedem Scheinwerfer wird von 1,3 Millionen kleinen Spiegeln gebrochen und stets der Umgebungssituation angepasst. Künstliche Intelligenz errechnet mit Hilfe der Daten von Sensoren, Kameras und digitalen Karten stets die optimale Lichtverteilung. So hat der Fahrer optimale Sicht, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden. Noch nicht genug Hightech? Dann hätte Mercedes noch die optionale Projektionsfunktion im Angebot. Aber nicht etwa, um die heimische Garagenwand zum Autokino zu machen, sondern um Warn- und Hilfssymbole auf die Straße zu projizieren. Führungslinien in engen Passagen, Glättewarnung oder Fußgänger in der Nähe der Fahrbahn. Multibeam kann es vor dem Wagen auf die Fahrbahn projizieren, wie hier bei der S-Klasse zu sehen. Fakt Nummer 7: Adieu Sechszylinder. Der Sechszylinder verlässt den C-Klasse-Bug. Dafür legt der Plug-in-Hybrid kräftig zu. Dabei bringt es der Elektromotor alleine auf 129 PS bzw. 95 kW und ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmetern. Im Zusammenspiel mit dem Akku samt seiner 25,4 Kilowattstunden Gesamtkapazität stemmt der Teilzeitstromer so rein elektrisch rund 100 km Reichweite gemäß WLTP-Testzyklus. Die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Wer jetzt an rein elektrische Autobahnfahrten und die Langstrecke denkt, den erfreuen die später erscheinenden Diesel-Plug-in-Hybrid-Versionen. Das Nachladen des Stroms hält erfreulich kurz auf, da die C-Klasse mit einem 55 kW Gleichstromlader ausgerüstet ist. Damit ist eine Vollladung in rund 30 Minuten erledigt. Zu Hause lädt man an der Wallbox mit 11 kW. Plug-in-Hybrid-Fahrer müssen allerdings mit Einbußen im Kofferraum leben.
360 anstatt 490 Liter Kofferraumvolumen stehen im T-Modell zur Verfügung. Das sind 45 Liter mehr als im Vorgänger. Gekoppelt ist der Elektromotor an die 2 Liter Vierzylinder der C-Klasse mit 313 PS Systemleistung und 550 Newtonmeter Drehmoment. Apropos Vierzylinder, die 1,5 und 2 Liter Benziner erfahren allesamt eine Mildhybridisierung und leisten zwischen 170 und 258 PS. Hinzu kommen jeweils 20 PS Overboost dank des 48 Volt Bordnetzes. Später folgen die stärkeren AMG-Modelle. Auf der Dieselseite leisten die 2 Liter Aggregate 200 und 265 Pferdestärken. Auch ihnen kommen 20 PS Boost aus dem Startergenerator zugute. Alle Motoren sind jetzt serienmäßig mit einer 9-Gang-Automatik verbunden. Die Allradmodelle bleiben erhalten. Das waren die 7 wichtigsten Fakten rund um die neue Mercedes C-Klasse. Hat euch das Video gefallen und wollt ihr viele weitere Clips von Automotor und Sport nicht verpassen? Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem könnt ihr in die Kommentare schreiben, warum euch der neue Mercedes gefällt oder eben nicht. Wir freuen uns auf eine friedliche Diskussion.